präsentiert von opensourcepodcast.de, Ihr Profi-Cast für freie Software. Das KDE-Kontrollzentrum gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihren Desktop. Sehen Sie, wie Sie diese Schaltzentrale verwenden. In diesem Kapitel möchte ich Ihnen die Möglichkeiten vorstellen, die Ihnen das KDE-Kontrollzentrum bietet. Der Name verrät es, das KDE-Kontrollzentrum ist das zentrale Programm in KDE, mit dem Sie quasi alle Eigenschaften des Desktops steuern und modifizieren können. Es vereint quasi die einzelnen Konfigurationsoptionen aller Programme in einer Oberfläche. Um dieses Kontrollzentrum zu starten, klicken Sie unten auf das K-Menü und gehen Sie dort auf Kontrollzentrum. Dann sehen Sie hier schon dieses Kontrollzentrum auf dem Bildschirm und Sie sehen links anhand der Liste, die Sie dort haben, schon die einzelnen Möglichkeiten, die sich bieten. Sie haben zunächst einmal die Möglichkeit, hier die angeschlossenen Geräte zu begutachten. Sie können hier aber auch schon Einstellungen vornehmen. Wenn Sie zum Beispiel möchten, dass KDE eine bestimmte Auflösung verwendet, dann haben Sie die Möglichkeit, hier unter Anzeige das zu tun. Sie haben die Möglichkeit, Gamma-Einstellungen für Ihren Monitor festzulegen und Sie können Energiesparfunktionen für Ihren Monitor an dieser Stelle aktivieren. Sie können eine eventuell angeschlossene Digitalkamera hier verwenden. Sie können möglicherweise vorhandene Drucker hier konfigurieren oder auch eine Infrarotumgebung, wie wir sie hier sehen. Ich werde jetzt hier einfach mal nicht starten auswählen. Wenn Sie einen Joystick angeschlossen haben, können Sie diesen konfigurieren. Aber Sie können auch, und das dürfte für viele Benutzer interessant sein, hier die Eigenschaften Ihrer Maus für KDE ganz normal festlegen. Sie können zum Beispiel auf eine linkshändige Bedienung der Maus umstellen. Sie können hier festlegen, ob Sie einen Doppelklick oder einen Einfachklick für das Öffnen von Dateien und Ordnern verwenden möchten. Wenn Sie ein Windows-Umsteiger sind, dann möchten Sie vielleicht hier oben den Doppelklick aktivieren, eben weil das für Windows-Benutzer ja üblich ist, dass man irgendwo zweimal draufklickt. Ansonsten sehen Sie, dass hier ein einfacher Klick genügt, um eben dieses Fenster zu öffnen. Wenn Sie diese Option ändern und dann auf Anwenden klicken, dann sehen Sie hier, dass KDE zunächst neu gestartet werden muss. Das werde ich jetzt nicht tun, aber Sie können sich dann vorstellen, dass nach dem nächsten Start dann hier tatsächlich ein Doppelklick notwendig wird, um dieses jeweilige Icon zu öffnen. Die Speichermedien, die hier installiert sind, geben Ihnen die Möglichkeit, bei bestimmten Speichermedien, die in das System eingehangen werden, die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Sie können hier tatsächlich auch Eigenschaften der Tastatur umändern. Das sind Eigenschaften, die Sie hier für die angeschlossenen Geräte festlegen können. Interessant dürfte für Sie insbesondere hier das Icon Arbeitsfläche sein, sowie unten das Icon Erscheinungsbild, denn das sind zwei Eigenschaften, die das Verhalten von KDE tatsächlich ganz massiv beeinflussen. An dieser Stelle alle Eigenschaften hier zu definieren bzw. zu bearbeiten, würde den Rahmen dieses Trainingsvideos bei weitem sprengen. Sie sehen, dass die Möglichkeiten hier fast unbeschreiblich sind. Eine interessante Möglichkeit ist zum Beispiel hier die Transparenz, die Sie im KDE aktivieren können. Sie können verschiedenen Teilen des KDE-Desktops einfach eine Transparenz verleihen. Das heißt, Sie können zum Beispiel sagen, dass Sie möchten, dass das jeweils aktive Fenster nicht mehr ganz so stark Deckkraft hat. Dann klicken Sie auf Anwenden. Wenn Sie jetzt dieses Fenster neu starten würden, dann würden Sie sehen, dass tatsächlich die entsprechenden Änderungen hier in Kraft treten. Ich werde jetzt hier diese Transparenz kurz nicht aktivieren, aber Sie haben bei sich eben die Möglichkeit, diese Transparenzeffekte zu aktivieren und damit können Sie dann tatsächlich Ihrem Desktop ein sehr flippiges Aussehen verpassen. Sie können hier die KDE-Fensterleiste aktivieren bzw. bearbeiten. Das ist dieses Teil hier unten. Die Möglichkeit, die Sie haben, beschränken sich hier auf das Einstellen der verschiedenen möglichen Gruppierungen und so weiter. Das Ganze bietet mehr Konfigurationsmöglichkeiten als in Windows, was durchaus bemerkenswert ist. Sie haben die Möglichkeit, für ganz spezielle Fenster eigene Einstellungen zu vergeben. Sie können die Kontrollleisten hier navigieren. Sie sehen, dass diese Erscheinung, wie Sie sie da oben sehen, sehr ähnlich ist diesem Erscheinungsbild, was Sie haben, wenn Sie hier unten mit der rechten Maustaste draufklicken und Kontrollleiste einrichten, anklicken, denn dann haben Sie eben tatsächlich hier die gleichen Icons und Sie haben die gleichen Möglichkeiten, hier Einstellungen vorzunehmen. Sie können das Verhalten von KDE definieren. Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Symbole bzw. Icons festzulegen und Sie haben die Möglichkeit, hier auch am oberen Bildschirmrand eine Leiste einzublenden, wie sie zum Beispiel in macOS ganz gerne vorkommt, dass Sie hier oben nämlich so eine Leiste haben und in dieser Leiste diese Menüs wie Datei und Ansicht erscheinen, statt in der Leiste, wie sie vorher beim Programm waren. Sie sehen hier den Unterschied ganz deutlich. Mit dieser Option haben Sie diese Einheiten da und wenn Sie macOS gewohnt sind, bietet Ihnen das natürlich eine große Umstiegshilfe für die einzelnen Teile. Sie können auch die einzelnen Arbeitsflächen hier unten konfigurieren. Wenn Sie wünschen, dass bloß zwei Arbeitsflächen existieren, setzen Sie den Reiter da auf zwei, klicken auf Anwenden und dann verschwinden die Arbeitsflächen.
Ich möchte jetzt hier an dieser Stelle wirklich nicht auf alle einzelnen Möglichkeiten zur Einstellung hier eingehen. Sie haben ja noch die Möglichkeit, das Erscheinungsbild zu beeinflussen. Sie können einen Bildschirmschoner festlegen oder Sie können hier Designs und Farben angeben. Sie können den Hintergrund Ihres Desktops bearbeiten. Sie können den Splash-Screen, den Sie beim Start von KDE sehen, eben modifizieren. Wenn Sie hier eine Fehlermeldung wie diese sehen, das ist gerade ein ganz passender Hinweis, können Sie übrigens die entsprechenden Zusatzmodule mit dem Paketmanager installieren. Das heißt, Sie haben jetzt hier diesen Hinweis, dass zur Aktivierung dieses Startbildschirms ein Modul namens Moodin notwendig ist. Jetzt können Sie einfach mal ein bisschen neugierig sein und hier im System auf Adapt klicken. Dann geben Sie das Passwort des Systemadministrators ein und suchen einfach mal auf gut Glück nach diesem Wort Moodin. Wenn wir Glück haben, finden wir das bereits hier. Da sehen Sie es, Ksplash Engine Moodin. Das heißt, das ist mit großer Wahrscheinlichkeit hier das, was wir möchten. Wir klicken also einfach mal auf Request Install und führen dann die Änderungen aus, indem wir da oben auf diesen grünen Haken klicken. Warten, bis die Installation hier abgeschlossen ist. Das kann ja ein paar Sekunden dauern. Und dann ist es manchmal notwendig, je nachdem, was Sie installieren, dass Sie KDE neu starten. Das heißt, einmal ausloggen und wieder einloggen. Aber eine entsprechende Meldung wird das Kontrollzentrum Ihnen notfalls eben auch gleich anzeigen. Wir warten, bis die Installation hier abgeschlossen ist. Schließen dann einfach wieder diesen Paketmanager. Und klicken hier einfach nochmal jetzt drauf. Dann sehen wir schon, die Fehlermeldung kommt nicht mehr. Wir klicken hier einmal auf Anwenden. Und beim nächsten Systemstart werden wir dann hier einen anderen Splash-Screen sehen. Sie können den Stil Ihres Desktops anpassen und Sie können auch die Symbole, die Sie verwenden, anpassen. Das sind alles Teile, die mit dem grafischen Aufmotzen Ihres Rechners zu tun haben und deswegen jetzt hier gerade nicht Gegenstand der Diskussion sein sollen. Sie haben die Möglichkeit, die Sitzungsverwaltung zu bearbeiten und Sie haben hier weitere, viele, viele Konfigurationsmöglichkeiten. Sie können die Sprache einstellen und umändern. Das Schöne an diesem Kontrollzentrum ist natürlich die Tatsache, dass die meisten Einträge, die Sie hier haben, selbsterklärend sind und, was noch viel wichtiger ist, mit den meisten Einträgen können Sie hier nicht wirklich irgendetwas so verstellen, dass Sie es anschließend nicht zurückstellen könnten. Sie könnten hier zum Beispiel jetzt auch eine andere Sprache einstellen oder eine andere Sprachausgabe. Sie könnten das Tastaturlayout ändern, wenn Ihnen das Voreingestellte eben nicht gefällt. All das sind Möglichkeiten, die Ihnen das KDE-Kontrollzentrum hier bietet. Und ich schlage an dieser Stelle vor, dass Sie einfach einmal auf gut Glück und auf eigene Faust sich dieses Kontrollzentrum genauer anschauen. Es gibt dort wirklich sehr, sehr viele Konfigurationsmöglichkeiten, die einer näheren Betrachtung würdig und wert sind. Und deswegen sollten Sie da vielleicht einmal ein paar Minuten investieren und sich mit diesem Kontrollzentrum auseinandersetzen.